tauchen Sie ein in die einzigartige Feuerwehrsimulation für Emergency 4. Das Einsatzgebiet Wegberg in NRW. Einwohner ca. 28.000. Fläche ca. 84,32 Quadratkilometer. Fläche ca. 84,32 Quadratkilometer. Einwohner pro Quadratkilometer ca. 330. Bekämpft Sie Brände, retten Sie Menschen, seien Sie die Feuerwehr. Achtung! Das Speichern oder Neustarten einer Mission ist aufgrund der Skriptstruktur nicht möglich. Jetzt konnte ich die Version nicht vorlesen. Ja, gut, aktuelles Datum 11.03.17. So, und ich sollte das mal nachts spielen. Vielleicht ist ja dann eine gute Grafik da, ne? Hat jemand, glaube ich, in die Kommentare geschrieben. Mein Name ist Hans-Peter Klaus Herb. Ach, schade. Na gut, ich heiße jetzt einfach mal Hans. Startwetter. Ich würde mal sagen, es ist stürmisch. Stürmisch. So, und das Einsatzaufkommen ist natürlich hier profihaft, damit wir nicht so lange warten müssen. Wir sind digital und starten in die Welt der virtuellen Feuerwehr ein, während es jetzt noch lädt, rede ich einfach mal so weiter. Man sieht schon, dass es sehr stimmig ist hier. Ja, Hans, da steht nicht Hans, da muss Hans stehen oder nicht? Egal, wir blenden mal das Dach aus und wir sehen, hier ist niemand da. Alles ist leer, wir sind ganz alleine hier. Ja. So, gut, und da ist auch schon der erste Einsatz. Wir haben technische Hilfeleistung, Sturmschaden, am Lindenhofpark. Also das wird wohl nicht so schlimm sein, ne? TH1, also technische Hilfeleistung, Stufe 1, das ist bestimmt irgendwie ein Baum umgekippt oder sowas. Hier Florian Heinzberg mit Alarmierung für die. Jetzt müssen wir natürlich erstmal wieder warten, bis die Leute kommen. Ich habe das leider zu leise eingestellt anscheinend, ich höre gar nichts eigentlich irgendwie. Außer hier den Melder, der ist ja sehr laut, aber sonst, naja, egal. So, da kommen drei Leute anspaziert, aber ich glaube nicht, dass die zur Feuerwehr wollen. Es kann natürlich sein, dass der Mann zur Feuerwehr will, aber die Kinder da laufen ganz langsam, deswegen kommt er da nicht vorbei und kann nicht schnell laufen, aber das glaube ich auch eher weniger. Es ist noch keiner da, aber es ist ja auch 1 Uhr morgens und da kann es ja schon mal ein bisschen dauern, bis da irgendjemand kommt. Okay. Gibt es hier sonst noch irgendwas, was man anklicken kann und machen kann? Da ist ja schon einer. Fahrzeug 1 hört. Hier habe ich jetzt ein Fahrzeug ausgewählt. Sonst kann man hier anscheinend nichts machen. Was ist das? Da kommt einer angelaufen noch. Durch den Waldweg da hinten. So. Okay, ich würde mal sagen, wir machen das Fahrzeug hier bereit. Ja, hier ist eine Treppe. Da kann man schön hochlaufen. So, der kann ja dann vielleicht schon mal da reingehen. Der kann da auch reingehen. So, der kann auch reingehen. Da kommen noch mehr Leute angelaufen. Noch mehr Leute. So. Was steht da? Da kann man bestimmt, keine Ahnung, ausrutschen oder sowas.
So. Die gehen auch noch mit rein. Alle, die reinpassen, gehen da rein. Sonst machen wir noch ein Fahrzeug bereit. Passen alle rein. Passt da noch einer rein? Wie viele sind denn da drin? 7 Leute. Und wie viele passen rein? 8, oder? Egal, danach kommt ja anscheinend keiner mehr. So, dann fahren wir mal vor. Also, das geht ja hier mit dem Funkstatus. So, jetzt eine schöne Ansicht natürlich hier. Ah, Licht vielleicht noch. Ja. Was gibt's da sonst noch? Umfeldgeräusche. Dazu müssen wir erst die Geräteräume öffnen. Okay. Okay, die fahren alle zur Seite, obwohl der auf der anderen Straßenseite fährt, weshalb das gar nicht notwendig ist, aber egal. Dann würde ich mal sagen, wechseln wir die Karte. Und guck mal, was da so los ist, ne? Ja, jetzt müssen wir natürlich wieder warten, aber das dauert bestimmt nicht lange. Man sieht da unten mal hier die Taskleiste irgendwie. Ach, soll man doch gar nicht sehen. Naja. Ich habe ja sowieso nur zwei Programme offen. Sonst könnte man ja da sehen, was für Programme ich sonst noch so verwende, ne? Aber man sieht ja nur, ich glaube, 5 Symbole sind da drin oder so, ne? Naja, egal. Ja, irgendwas muss ich ja sagen während der Wartezeit. Internist, was? Oh je, hier ist ja alles voll mit Wasser gelaufen, oder? Naja, oder das soll so sein, aber das glaube ich nicht. Ist das hier jetzt der Sturmschaden oder was? Also die Stra... Ja, der Park ist komplett. Also die Straßen hier sind noch frei. Da ist nichts passiert. Also wir haben hier einen umgekippten Baum und hier ist alles voll mit Wasser. Müssen wir das Wasser jetzt irgendwie abpumpen oder wie ist das? Das können wir bestimmt einfach so da lassen, oder? Wir müssen uns bestimmt um den Baum kümmern, oder? Sonst sehe ich da jetzt nichts. Keinen zweiten Baum oder so? Nee. Gut, dann warten wir mal kurz, bis hier die Feuerwehr da ist. Dann gucken wir mal hier, was da ist. Hier wieder Werbung. So, das war genug Werbung. Ja, was hier? Hier gibt es Neuigkeiten. Und da ist wieder Werbung. Was ist das? Eine riesige Satellitenschüssel, die das ganze Fenster bedeckt. Und wahrscheinlich überhaupt nicht funktioniert, weil die direkt hier gegenüber von diesem anderen Haus ist. Aber naja, könnte noch dran vorbeigehen da. Ansonsten wird es wahrscheinlich blockiert irgendwie, oder? Naja, die haben ja noch eine Antenne oben drauf. So, sogar mehrere Antennen oder was ist das? Ja. So, ist jetzt hier unsere Feuerwehr schon da? Und wenn ja, wo? Da ist irgendwie Stau. Stau auf der Autobahn, okay. Da haben wir aber nichts mit zu tun, oder? Da kommt die Feuerwehr. So, ich würde mal sagen, wir fahren hier hinten hin, wo der Baum umgekippt ist. Hallo? Mach das Ding an. Der will das nicht anmachen.
Machen wir wenigstens mal Warnblinker an. So, dann lassen wir mal den Gruppenführer aussteigen. Und den da auch. Oder wollen die nicht aussteigen? Ach so, Funkstatus. Natürlich. Fahrzeug 1 hört. Gut, dass man dran erinnert wird. So, der macht mal hier die Dinger auf. Dann lassen wir die anderen auch mal aussteigen. Jetzt kann ich das Fahrzeug nicht mehr auswählen. So, jetzt Umfeldbeleuchtung anmachen. Können wir ein Stück vorfahren, ja. Dann lassen wir jetzt die anderen aussteigen. Dann machen wir erstmal die Verkehrssicherung mit einem Warndreieck. Und dann nehmen wir auch noch mal hier sowas. So, da aufbauen. Und der baut das Ding da auf. Dann haben wir hier gut abgesichert, denke ich mal. Bin unterwegs. Der nimmt sich jetzt mal hier die... Muss er nicht erst hier diese andere Ausrüstung? Schnittschutz, genau. Auf dem Weg. So, was haben wir hier? Vielleicht zieht der sich eine Warnweste an, die sieht man bestimmt besser. Weiß ich nicht, aber kann ja sein. Und dann stellt er sich da hinten einfach hin und kümmert sich um den Verkehr. Also steht er einfach nur rum dann. Doch, der stellt sich da hin und steht dann da rum. So, der schneidet das da. Der geht dann mal zur Sicherheit ein bisschen weg. Dann geht da mal einer wieder rein und dann können wir vielleicht mal so eine Meldung abgeben. Ich weiß nicht, ob wir das Wasser da jetzt rauspumpen müssen. Das ist doch eigentlich egal, oder? Ist doch bestimmt See. Das ist doch bestimmt gewollt. Erste Lagemeldung. Baum. Ich würde mal sagen, Baum auf Straße. Kann er das mal wegmachen? Oder braucht er dafür so einen Besen? Bestimmt, ne? Rettung Wegberg NF1 aus dem Stadtgebiet, Übermelder erreichbar. Irgendjemand ist über Melder erreichbar? So. Die Leitstelle Kasse 1 Berg, verstanden. Und die Leitstelle hat das verstanden, dass sie über den Melder erreichbar ist. So, dann machen wir das hier eben fertig. Ich denke mal, dann können wir schon wieder weg. Wir können ja jetzt nicht hier den ganzen See leer pumpen, nur weil der ein bisschen... Ah, da könnte man... Nee, keine Ahnung. So. Ja, ich weiß nicht, aber das hier ist wahrscheinlich eh zu viel Wasser und das interessiert sowieso keinen. Brandbekämpfung. Sonst können wir hier sowieso nichts machen. Wir können mal einen Lichtmast aufstellen, einfach nur so, weil es hier doch schon ziemlich dunkel ist. Da bauen wir den auf. Dann können wir den bestimmt auch ein bisschen drehen noch. Ja, der dreht sich von alleine. So, Verkehr ist hier keiner, also es gibt keinen Stau oder so. Das ist natürlich sehr gut. Dann können wir hier schon mal die... Der steht jetzt in der Wand. Wir können jetzt nichts mehr machen mit dem. Das ist natürlich auch nicht so toll. Achso, die müssen wir ja wieder aufs Fahrzeug bringen. Kann man ja nicht einfach hier liegen lassen. Das räumen wir mal weg.
So, was können die so machen? Der kann gar nichts machen. Der kann die Dinger da. Ah, das Fahrzeug ist ein bisschen schräg, deswegen. Ja, gut, dann lassen wir das. Naja, wir haben ja hier so ein Fahrzeug 12, höher. Beleuchtungsding. So, dann Sendung muss ich das 1, weg noch nach dem wegmachen. Hinterhof von Leutschelekum. Der kann da nicht Richtung mehr Berlin. weg hier oder so. Vielleicht, wenn wir gleich mit dem Aufnahme Fahrzeug genau Mensch, davor hier fahren, dann Rumpel, kann ich der kann sofort Kontakt herstellen. einsteigen oder Notarzt umsteigen bereit. Schon unterwegs. so. Das Leutschelekum müssen wir auch 12 von Dorf. wegräumen. Der kann sich mal wieder umziehen. So. Das müssen wir auch noch wegbringen. Dann sind wir gleich schon fertig hier mit diesem Einsatz. Das ist natürlich mal wieder ein etwas anderer Einsatz, als wir Wen sonst haben. unterwegs? Den hatten wir ja noch nicht. Da ist ein Hund, der stört nicht. Die geht nur spazieren, der ist ganz lieb. Hier Leitstelle Kreisheizwerk mit Funkalarm. So. Funkalarm. Fünf Tonfolge. So, also es ist jetzt 1:17 Uhr. Was AGT heißt, weiß ich nicht. Das hat Weg. bestimmt irgendwas mit dem Funk zu tun oder sowas. Fahrzeug 1, höher. Maschinist. Das ist der Gruppenführer. Den können wir nicht auswählen. Der ist AGT. Abschließende Der ist Lage gar einer nichts. Ölspur, Ölspur abgestreut, Ja, gut. Konstantin Bindemittel Also aufgenommen, was heißt Einsatzbereit, AGT? Polizei Könnt ihr ja mal operiert, in die Kölner Steuer in Kommentare Anspruch. schreiben. Ich dachte schon, er geht jetzt ins Wasser und bringt sich um. So, hier haben wir noch ein bisschen was. Das Schon muss alles unterwegs. weg hier. An die Seite. Ach so, die müssen da so rumgehen. Okay. Ja, dann machen wir das halt. Kann er das auch wieder abbauen? Das kann er abbauen, aber dann. Okay. Bin unterwegs. Interessant. Kann er auch das da hinten wegräumen? Wirklich, er kann das. Gut, dann machen wir das so. Dann müssen wir nicht hier so rumlaufen. Auf dem Weg. Kann er sich wieder umziehen? Anscheinend nicht. So, das kommt auch noch weg. Können wir das da wegmachen irgendwie? Okay. Bin unterwegs. Dann können die schon mal wieder einsteigen. Der bringt das aufs Fahrzeug. Der hebt das noch kurz auf. Die Wird können auch umgehend schon mal wieder beleuchtet. da rein. Der bringt das Auf dem kurz da an die Weg. Seite. Und legt das ab. Dann geht er auch da rein. Umgehend durchgeführt. Habe verstanden. Kein Personal. Ach so. Wird Ja, umgehend so durch. geht das. Fahrzeug 1 hört. Fahrzeug Hallo? 1 hört. So. Bin unterwegs. Der macht kurz die Dinger dazu. Wir machen mal. Oh, schade. Ich wollte ja vorher die Umfeldbeleuchtung ausmachen. Also man muss die Dinger erst Verstanden. hochmachen, bevor man die Umfeldbeleuchtung anmacht, aber man muss die Umfeldbeleuchtung nicht wieder ausmachen, bevor man die Dinger runter macht. Oder wir können die Fahrzeug jetzt nicht 1 mehr hört. ausschalten. Doch. Aber wir können die nicht mehr Fahrzeug anschalten. 1 hört. Nee. Auf Okay, dem dann Weg. ist das halt so. Fahrzeug 1 hört. Wen Haben wir was unterwegs? vergessen? Ich glaube nicht. Schon unterwegs. Ah. Oh. Jetzt ist genau da noch so ein Ding. Unterm Auto. Auf dem Weg. Jetzt steigen Bin alle aus unterwegs. natürlich. Auf Müssen wir dem alle Weg. wieder einsteigen lassen. So, der steigt auch ein. Fahrzeug 1 hört. Dann gucken wir mal, ob wir den auch Schon reinholen können. unterwegs. Bin unterwegs. Jetzt hat sich das Spiel minimiert. Aber er Fahrzeug ist drin. 1 hört. Da, ja, Fahrzeug dann. 1 hört. So, dann machen wir noch kurz eine Meldung.
Hat sich der Motor jetzt ausgeschaltet? Wenn man auf Status 1 geht, schaltet sich der Motor aus, oder? Jedenfalls ist das Geräusch weg. Leitstelle antwortet nicht, oder? Wegberg 11, Doch. alles 20 vor Leitstelle Karthalsberg. Ja, Einsatzabschlussmeldung, Baum von Straße beseitigt. Abschließende Lagemeldung, Baum mittels Kettensäge beseitigt, Straße wurde freigeräumt und mit Besen gereinigt, die Feuerwehr rückt ein. Ja, konnte ich nicht aufnehmen, einmal wiederholen. Ach, können Sie sich aufnehmen, einmal wiederholen. Ja, machen wir nochmal genauso wie Vorhersagen. Das. Abschließende Lagemeldung, Baum mittels Kettensäge beseitigt, Straße wurde freigeräumt und mit Besen gereinigt, die Feuerwehr rückt ein. Ja, konnte ich nicht aufnehmen, wiederholen. Leitstelle Karthalsberg, Ach, verstanden. schade. Fahrzeug Ja, 1 gehört. dann machen wir mal das Blaulicht aus und fahren zurück. So, ich denke mal, wir können jetzt schon die Karte wechseln. Nö. Straße nicht Fahrzeug freigeräumt. 1 gehört. Was denn? Wo ist denn Schon die unterwegs. Straße nicht freigeräumt? Auf dem Weg. Jetzt fährt er auch noch rückwärts. Dreh doch Schon einfach. unterwegs. Was denn, weil das Ding da so einen Millimeter noch drauf liegt oder was? Florian ist aus dem Bewegungsrad. 4. Fahrzeug 1 hört. Leitstelle 1, ja, verstanden. Also ich glaube in echt würde jetzt die Leitstelle mal nachfragen, wieso der Ding jetzt wieder auf Status 4 gegangen ist. Schon unterwegs. Wird umgehend durchgeführt. Bin unterwegs. Na super. Schon unterwegs. Jetzt ist die Bin Straße aber unterwegs. freigeräumt, ne? Da bin ich mir ganz Auf sicher. dem Weg. Also ich sehe hier Fahrzeug jedenfalls 1 nichts hört. mehr vor hier, was Eingriffen an der ist. Funkleitstelle. Da war nur ein kleiner Baum. Ne? Eingriffen an der F2 gehört. Ja, Ja, sonst ist Fahrgestand hier aufkommen. nichts. Dann war das bestimmt nur der kleine Pixel da, wo noch ein Baum drauf war. So, jetzt ist das aber Straße nicht freigeräumt. Sag mal, wo ist denn hier die Straße nicht freigeräumt? Will er mich jetzt ärgern oder was? Dann warte mal hier. Fahrzeug 1 hört. Also hier ist auch nichts mehr. Hier ist so alles frei. Was will er von mir? Kann das jemand mal erklären? Da ist Stau, aber da komme ich ja sowieso nicht hin. Wenn da hinten irgendwas nicht freigeräumt ist, ist das mir egal. Oder das heißt einfach nur nicht, dass man die Straße freiräumen soll, Fahrzeug sondern 1 dass der hört. hier erstmal zur Wache fahren soll oder so. Kann das sein? Oder es liegt an dem Ding hier, was wir aber nicht wegkriegen. Da heißt bestimmt einfach nur, dass das Fahrzeug noch da ist. Was man denkt, mal kurz wegfahren. Straße nicht freigeräumt. Also das, verstehe ich jetzt nicht. Leitstellenberg, NEF1 hört. Ja, Nachforderung durch den 8CW vor Ort. Ja, verstanden. Notarzt wird zur Schmerztherapie benötigt. Kommen. Gut, dann würde ich mal sagen, machen wir das einfach nochmal neu. Na, jetzt ist das Spiel natürlich abgestürzt. Gut, das war's mit dieser Aufnahme. Da habe ich jetzt keine Lust mehr drauf. Ja, dann tschüss und bis zum nächsten Video.